Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 4, Tag 21. Guten Morgen und guten Morgen. Es ist ein interessanter Gedanke, den Apostel Paulus hier einbringt, dass das Reich Gottes mit Kraft kommen muss und nicht nur mit beeindruckenden Worten. Ich kann ehrlich sagen, dass ich seit 1983, als mich diese Schriftstelle traf, bis heute, 40 Jahre später, nicht aufgehört habe, das zu verfolgen. Das muss zum Schrei jedes einzelnen Christen werden. Es ist eine Sache, uns weiterzubilden, damit wir in dem, was wir sagen und lehren, noch wirkungsvoller werden. Aber was Paulus sagt, ist sehr einfach. Letztendlich kann deine Rede noch so eindrucksvoll sein, wenn keine Kraft darin steckt, ist es nicht das Reich Gottes. Ist da ein tiefer Schrei in deinem Herzen, dass in deinem täglichen Leben alle deine Worte mit Kraft untermauert sind? Ich habe in den letzten 40 Jahren zum Herrn gesagt: Jesus, ich will nicht nur für Worte ohne Kraft bekannt sein, das ist nicht das Reich Gottes. Einer der Gründe, warum der Herr mich gebrauchen konnte, seine große Kraft an vielen Orten auszudrücken, ist, weil mein Herz so hungrig und verzweifelt war. 1. Korinther 4,20 zu erleben. Am Ende wirst du das haben, wonach du hungerst und du dich verzweifelt sehnst. Ich habe im Reich Gottes gelernt, dass Sehnsucht und Verzweiflung, die wir aussuchen, nicht etwas ist, was Gott uns gibt. Sehnsucht und Verzweiflung sind ein wichtiger Schlüssel, damit sich das Reich Gottes durch uns manifestiert. Du musst dich somit dafür entscheiden, einen Herzensschrei in dir zu tragen, damit die Kraft Teil deines Lebens wird. Wenn wir die Tiefe dieses Verses begreifen würden, dass Worte, egal wie erstaunlich sie sind, ohne Kraft nicht das Reich Gottes sind. Hat Jesus nicht gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes nicht bereits unter euch gekommen? Das Reich Gottes ist immer ein Ausdruck der Kraft Gottes. Schau, was Paulus ihnen danach sagt, Vers 21. Was ist euch lieber? Soll ich mit der Rute der Autorität kommen, um euch zu disziplinieren, oder mit einer Umarmung in Liebe, mit einem sanften Geist? Warte mal, Paulus, wo ist der liebevolle, freundliche, sanfte Paulus jetzt? Jetzt droht er uns mit der Rute der Autorität, um uns zu disziplinieren? Ja, tut er. Wir werden den Zusammenhang sehen, indem er das tatsächlich tut. In den nächsten Tagen werden wir darüber sprechen. Aber schau, ich persönlich glaube, dass niemand das Recht hat, das Volk Gottes zu disziplinieren, wenn er nicht zuerst sein Leben für sie hingegeben hat. Paulus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. Seine Autorität zu disziplinieren hat er nicht ausgeübt, weil er persönlich verärgert war. Er hat es auch nicht getan, weil er mit jemand anderer Meinung war. Er tat es nicht, weil er nicht mochte, was einige Leute taten. Er tat es nicht aus irgendeinem religiösen Grund. Erinnere dich, Paulus trug die Gemeinde in seinem Herzen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es die ganze Gemeinde war, um die sich Paulus sorgte. Wenn er über die geistliche Autorität zur Disziplinierung spricht, wirst du erkennen, dass es nichts Persönliches war, sondern weil der ganze Leib im Begriff war, zerstört zu werden. Wie hätte Paulus das ignorieren können? Wie hätte Paulus sagen können: Okay, lasst mich euch umarmen, in Liebe und zulassen, dass die ganze Gemeinde zerstört wird? Das ist keine Liebe. Leider habe ich schon so oft erlebt, wie geistliche Disziplin auf eine Weise ausgedrückt wird, die nicht gottgefällig ist. Es darf niemals sein, weil wir mit dem, was manche Leute tun, nicht einverstanden sind. Niemals, niemals, niemals. Es muss darum gehen, was für den ganzen Leib gut ist. Nicht für meine Denomination oder meine Gruppe von Menschen.
Wir machen so viele Dinge so persönlich, das darf nicht sein. Wir müssen immer daran denken, der Leib ist das, worum wir uns kümmern. Wenn das zu unserem Herzenswunsch wird und wir anfangen, unser Leben hinzugeben, dann können wir auch wirklich geistliche Autorität ausüben. Und das werde ich euch in den nächsten Tagen zeigen. Wir sehen uns!